Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir. Ihr habt es wahrscheinlich dem Titel schon entnommen und ich bin mir ziemlich sicher, dass einige von euch deswegen auf dieses Video gestoßen sind, weil sie davor den ersten Teil geschaut haben. Heute geht es um den zweiten Teil zur ganzen Geschichte zu meiner Bauchdeckenstraffung. Falls ihr das erste Video nicht gesehen habt und Interesse an dem kompletten Prozess habt, ich kann euch gerne unten in der Infobox den Link zum Video reinmachen, dann schaut da unbedingt zuerst rein. Heute geht es dann nämlich eher um den Teil, der nach der OP passiert ist, also wie der Heilungsprozess verlaufen ist, wie ich mich gefühlt habe, wie es jetzt aussieht. Also ihr werdet definitiv auch vorher nach Bilder von mir bekommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Beim letzten Video, dem ersten Teil, habe ich genau am OP-Tag aufgehört zu erzählen. Da habe ich euch ja einfach nur ein bisschen berichtet, wie so die komplette Vorbereitung war, die Beratungstermine, wie ich meinen Arzt gefunden habe und so weiter und so fort. Und heute geht es dann ja quasi ab dem OP-Tag weiter. Nochmal ganz kurz zum OP-Tag selbst. Ich habe mir auf meinem Telefon, das habe ich auch extra vorbereitet, so eine Art Tagebuch erstellt. Also die ganzen Tage, die ich in der Klinik war, auch direkt nachdem ich wach geworden bin. Ich habe immer abends niedergeschrieben, wie der Tag für mich war, ob ich Schmerzen hatte, wann ich Hunger hatte, wann ich Durst hatte, alles Mögliche. Also es wird sehr genau werden, was ich euch berichte. Und ich habe auch tatsächlich ein paar Handyclips in der Klinik gefilmt von mir selbst. Die werdet ihr auch zu sehen bekommen. Aber nur, dass ihr euch nicht wundert, ich werde da immer wieder drauf schauen, damit ich nichts Wichtiges vergesse. Zum OP-Tag selbst. Ich hatte um 8.30 Uhr meinen Termin in der Klinik, war seit dem Vorabend 20 Uhr nüchtern. Also ich bin nüchtern in die Klinik gekommen und habe dann eben mit meiner Ärztin noch mal so ein kleines Vorgespräch gehabt. Sie hat mir noch mal alles erklärt und mich instruiert. Ich habe noch mal die Narkoseschwester kennengelernt und auch die anderen Schwestern, die mit im OP sein werden. Meine Ärztin hat am Bauch angezeichnet, was operiert wird. Ich kann euch da gerne noch mal den Clip einspielen. Also sie hat einfach komplett angezeichnet, wo die Naht verlaufen wird, wo die Liposuktion gemacht wird. Meine OP war eine große Bauchdeckenstraffung, also keine Mini-Bauchdeckenstraffung. Falls ihr den Unterschied nicht kennt, googelt es am besten mal. Ich bin keine Ärztin und kann es nicht so gut erklären, aber auf jeden Fall eben mit einer großen Naht und eine komplette Bauchdeckenstraffung mit Versetzen des Nabels. Was bei mir nicht gemacht werden musste, worüber ich wahnsinnig dankbar bin, war eine Naht an den Bauchmuskeln. Also ich hatte keine Rektusdiastase, keine Öffnung in der geraden Bauchmuskulatur, was normalerweise zum Beispiel, wenn man Schwangerschaften hinter sich hatte, ich war ja zweimal, also ich habe zwei Kinder, ich war zweimal schwanger, ist das meistens so, dass Frauen, die eben eine Bauchdeckenstraffung bekommen, auch diese Muskulatur genäht bekommen, weil die Muskulatur meist nicht wieder ganz zusammengewachsen ist. Aber meine Ärztin hat vorab schon bei mir getastet, dass die Muskulatur wohl recht gut sein soll. Sie hat sich natürlich die Option freigelassen, wenn sie jetzt im Bauch drin ist und sieht, dass die Muskeln nicht gut sind, sie vernäht. Haben wir aber nicht gemacht. Also meine gerade Bauchmuskulatur oder allgemeine meine Bauchmuskulatur ist sehr, sehr, sehr stabil und sehr gut ausgeprägt. Hat sie mir nochmal wissen lassen. Bin ja auch ein bisschen stolz drauf, habe auch viel Sport gemacht die letzten Jahre. Also nur, dass ihr das wisst. Es war eine große Bauchdeckenstraffung mit Liposuktion, also Fettabsaugung an den Hüften beidseitig und keine Naht an der Bauchmuskulatur. Und ich war ungefähr um 9.30 Uhr im OP und die OP hat ungefähr 4,5 Stunden gedauert. Da kamen jetzt auch ganz, ganz viele Fragen von euch dazu. Narkose, was habe ich gemerkt, was habe ich nicht gemerkt? Und ich habe mir extra ein bisschen was nochmal aufgeschrieben. Also es war tatsächlich so, dass mit der Fettabsaugung angefangen wurde. Also zuerst wurde an beiden Hüftseiten die Lipo durchgeführt und da war ich nur im Dämmerschlaf. Also das war keine Vollnarkose, sondern ich war quasi wach, habe aber nichts gespürt und war auch so ein bisschen betüdelt, sage ich jetzt mal. Also ich war einfach super drauf. Ich habe mit den ganzen Leuten im OP geredet. Wir haben Späße gemacht. Ich habe aber sehr wohl gespürt, was passiert. Also ich habe keine Schmerzen gehabt, aber ich habe natürlich gemerkt, diejenigen von euch, die wissen, wie es funktioniert, dass die Ärztin mit der Kanüle eben an der Hüfte entlang geht und das Fett absaugt. Das habe ich alles wahrgenommen und deswegen auch Dämmerschlaf, weil ich mich zur Seite drehen musste. Also die Hüftseite rechts zum Beispiel wurde abgesaugt, als ich auf der linken Seite gelegen bin und damit die mich eben nicht umdrehen müssen und ich da nicht irgendwie komisch liege oder mich verlege, habe ich das selber gemacht und war eben im Dämmerschlaf und dann konnte ich mich zur Seite drehen und ich habe auch mitbekommen, wie oft welche Seite abgesaugt wurde. Was ich dann aber gar nicht mehr
weiß und auch überhaupt nicht mitgekriegt habe, war der Übergang von Dämmerschlaf in Vollnarkose. Also meine Ärztin muss wohl auch noch mit mir geredet haben und gesagt haben, ja, wir sind jetzt fertig mit der Fettabsaugung. Sie bekommen jetzt die Vollnarkose eingeleitet und dann machen wir den Rest, also die Bauchschürzenentfernung. Das weiß ich gar nicht mehr. Also ich bin dann wohl einfach irgendwann mal tief und fest eingeschlafen und dann wurde die Bauchdeckenstraffung vorgenommen und da weiß ich gar nichts mehr davon. Ich weiß dann erst wieder, als ich nach der OP in meinem Zimmer aufgewacht bin. Also ich wurde dann direkt in der Klinik in mein Zimmer gebracht. Nicht irgendein Aufwachraum oder so, sondern ich war direkt in meinem Raum, was ich ehrlicherweise auch sehr, sehr schön fand, weil das einfach, also es fühlt sich einfach ein bisschen privater an. Das war für mich einfach sehr schön. Ich bin ungefähr um 14.30 Uhr ganz klar gewesen, also wach gewesen. Ich weiß aber von meinem Mann, also von David, dass er kurz vor 14 Uhr schon den Anruf gekriegt hat, dass ich auf meinem Zimmer bin und alles gut ist. Also wie gesagt, 9.30 Uhr in den OP, 14 Uhr hat mein Mann den Anruf gekriegt, 14.30 Uhr bin ich schon wach gewesen. Und ich habe tatsächlich auch einen kleinen Clip in meinem Zimmer aufgenommen, als ich wach geworden bin. Ich glaube, da war ich keine 10 Minuten wach. Ich finde, man sieht es auch, aber ihr könnt ja selber mal gucken. Ich bin gerade aufgewacht und ich fühle mich so gut. Völlig verrückt. Ich habe wahnsinnigen Durst. Ich hoffe, ich kriege jetzt dann gleich was zu trinken. Aber völlig gechillt hier. Mir geht's super. Wie ihr gerade dem kleinen Clip entnehmen konntet, mir ging es wirklich wahnsinnig gut. Ich persönlich hatte schon zweimal Vollnarkose, deswegen weiß ich, dass ich das relativ gut vertrage. Ich weiß aber auch noch, bei meiner allerersten Vollnarkose, das war, oh mein Gott, ich glaube, das ist jetzt schon 13 oder 14 Jahre her, also da war ich auch noch jung, hatte ich danach ein bisschen Probleme mit Übelkeit und ich war einfach sehr, sehr schläfrig und einfach so ein bisschen... Es war, obwohl die Narkose viel, viel kürzer war. Und diesmal hatte ich einfach gar nichts. Also auch, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, die komplette restliche Zeit. Ich bin aufgewacht, ich hatte sehr viel Durst, ich hatte aber keine Schmerzen und keine Übelkeit. Ich war ein bisschen müde, als ich dann so ganz wach war. Habe aber dann schon mit dem David telefoniert und mit ihm hin und her geschrieben. Habe alle anderen Leute, meine beste Freundin, also alle, die neugierig waren, meine Mama und so, alle informiert. Also ich konnte auch SMS schreiben, das war alles völlig okay. Um 14.30 Uhr kam dann auch die Ärztin direkt in mein Zimmer und hat mir alle wichtigen Infos gegeben, zum Beispiel, wie viel Gewebe entfernt wurde. Da war ich ein bisschen, also dass Gewebe entfernt wurde und auch, dass die Bauchmuskulatur nicht genäht werden musste. Es wurde tatsächlich an der Bauchschürze vorne, also das Stück, das vorne entnommen wurde, quasi von Überbauchnabel bis unten zum Schambereich, waren 1 Kilo, also ein ganzes Kilo, und an den Seiten die Fettmillilitermenge waren 800 Milliliter, also wohl ungefähr auf jeder Seite 400. Und das ist für mich immer noch einfach, wenn ich mir vorstelle, wieder so 1,8, also 800 Milliliter sind nicht genau 800 Gramm, aber ihr wisst, was ich meine. Diese 1,8 Kilo, wenn man sich in einer Menge vorstellt, zum Beispiel in Butter oder so, das ist einfach Wahnsinn für mich, dass das tatsächlich so viel Gewebe war, das da entfernt wurde. Das hat sie mir eben alles mitgeteilt. Dann wurde auch ganz, ganz regelmäßig, ich glaube, also so wie ich es mir aufgeschrieben habe, alle 60 Minuten der Blutdruck kontrolliert und die Drainagen kontrolliert. Ich hatte 2 Drainagen liegen, die eben am Schamhügel eingesetzt wurden und dann waren 2 Schläuche, die in den Bauch reingehen. Es ist ein bisschen später und ich habe die Erlösung bekommen. Getränke. Das Einzige, was ich habe, ist riesigen Hunger. Aber um 18 Uhr darf ich eine Kleinigkeit essen. Very excited for that. Und wie ich da schon so schön gesagt habe, war der Hunger riesengroß. Ich habe mir aufgeschrieben, ich durfte um 19 Uhr dann essen. Davor wurde, wie gesagt, immer wieder der Blutdruck kontrolliert und die Drainagen kontrolliert. Genau, und das war dann tatsächlich schon der erste Tag. Ich hatte den ganzen Tag keine Schmerzen, nichts, kein Unwohlsein. Es war natürlich ein bisschen ungewohnt, immer in dieser Position zu sitzen und zu liegen. Das war auch beim Schlafen nicht so schlimm, wie ich dachte. Also ich konnte super einschlafen und schlafen, aber es ist natürlich schon strange, einfach so im halben Sitzen zu schlafen. Aber es hat alles funktioniert, also kann ich mich nicht beschweren. Ich habe dann etwas gemacht, was sich die Tage darauf gerecht hat. Ich werde euch das aber auch nachher gerne noch ganz genau erklären. Ich habe nämlich dann abends um 19 Uhr auf Empfehlung der Schwester eine Ibuprofen-Tablette genommen, weil sie meinte, ja, dann kriegen sie in der Nacht auch nichts und dann sind wir auf der sicheren Seite. Ich hatte aber keine Schmerzen und habe die Tablette trotzdem genommen, einfach weil ich so ein bisschen ihr
geglaubt habe, dass ja vielleicht noch was kommen könnte und habe die Tablette dann genommen. Habe auch super geschlafen, alles wunderbar. Am nächsten Morgen habe ich mir aufgeschrieben, war ich um 7 Uhr wach, habe okay geschlafen und dann kam schon der erste, ich nenne es mal Dämpfer, denn meine linke Drainage, also ich habe ja zwei liegen gehabt, war sehr, sehr voll. Die wurde dann natürlich gewechselt. Das war da noch kein Grund zur Beunruhigung, aber die war halt voll. Also ich glaube 250 Milliliter passen da rein oder 200 und auf der rechten waren es vielleicht 10 oder 20 Milliliter. Also es gab halt einen großen Unterschied zwischen den Drainagen. Hat sich da jetzt noch keiner Sorgen gemacht, wurde einfach eine neue dran gehängt. Ich habe dann auch gefrühstückt. Da habe ich mir noch dazu geschrieben, kaum Appetit und wenig Platz. Das ist was, was ich euch definitiv schon mitgeben kann. Hat sich sehr, sehr, sehr lange gezogen und ist auch heute noch so. Also ich kann mich nicht mehr überfressen. Es ist tatsächlich so, dass ich keine großen Portionen essen kann und die ersten Tage ganz besonders habe ich einfach fast nichts runtergebracht, weil natürlich der ganze Bauch unter Spannung steht und man das Gefühl hat, wenn man nur einen Bissen zu viel isst, dann will das da raus und das geht natürlich nicht. Also das ist was, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, aber ich dachte, das ist vielleicht ganz interessant für euch zu wissen. Also große Portionen essen ist auch jetzt im Moment immer noch nicht so drin. Es würde gehen von meinem Magenvolumen her. Also ich bin ein Mensch, der gerne große Portionen ist, aber ich merke einfach, dass es am Bauch voll unangenehm ist. Deswegen lasse ich es. Ist ja auch kein Drama, man muss sich nicht überfressen, aber das hat sich definitiv auch mit verändert und das habe ich da das erste Mal gespürt. Ich bin dann auch tatsächlich nach dem Frühstücken das erste Mal aufgestanden und habe meinen Katheter gezogen bekommen, denn ja, wenn man eine Vollnarkose hat, hat man auch einen Katheter liegen. Der wurde dann aber einfach gezogen, das habe ich auch überhaupt nicht gemerkt, also das tut gar nicht weh. Könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wie ein UB ziehen, nur halt, dass es ein Schlauch ist. Also das merkt man eigentlich nicht wirklich. Und dann bin ich eben die erste Runde spazieren gelaufen. Ich hatte null Probleme mit dem Kreislauf. Ich konnte super laufen. Es war nichts unangenehm. Also das hat alles wahnsinnig gut geklappt. Haben aber auch die Schwestern gesagt, das muss nicht so sein. Also so Kreislauf, besonders am ersten Tag, kann schon sein, also am ersten Tag nach OP, dass das nicht gleich direkt mitmacht. Aber wie gesagt, ich hatte gar keine Beschwerden, was das angeht. Und als ich dann wieder zurück im Bett lag, wurde eben nochmal auf die Drainage geschaut. Und die war einfach zu voll. Also ich habe da aufgeschrieben, weil die Drainage so voll war, musste ich den restlichen Tag nüchtern bleiben. Das heißt, ich habe nach meinem Frühstück nichts mehr zu essen bekommen, weil dann im Raum stand, dass wenn die Flüssigkeit weiter so schnell läuft, also die sich weiter so schnell füllt, ich vielleicht nochmal aufgemacht werden muss. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich das dann angefühlt hat? Also es war keine tolle Nachricht. Ich habe mir keine Sorgen gemacht, weil ich wusste, ich meine, da ist ja noch nichts verheilt, wird halt nochmal die Naht geöffnet. Aber es hätte nochmal eine Vollnarkose bedeutet. Und da hatte ich so gar keine Lust drauf, weil es mir nach der ersten so gut ging und ich das halt einfach nicht riskieren wollte. Aber bin ich nicht drin gesteckt. Also ich hatte da keinen Einfluss drauf. Ich habe mich nicht irgendwie zu viel bewegt oder also es war einfach nicht mein Fehler, dass das passiert ist. Es war auch nicht der Fehler der Ärzte. Nur das schon mal vorweg gesagt. Aber sowas kann passieren. Und deswegen wurde das ganz, ganz streng überwacht. Was dann richtig, richtig, richtig blöd war, und das ist das, was ich vorhin angekündigt oder angemeldet habe, als ich gesagt habe, ich habe dann einen Fehler gemacht, als ich die Ibuprofen-Tablette genommen habe. Ich habe dann gegen Mittag 12 Uhr Migräne gekriegt. Und zwar ganz, ganz übel. Und das ist auch bei mir altbekannt. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, warum ich das nicht im Hinterkopf. Also ich hatte es im Hinterkopf, aber ich habe einfach nicht auf mein Gefühl gehört. Wenn ich Ibuprofen nehme oder einfach zu viele Schmerzmittel nehme, bekomme ich medikamentös induzierte Migräneanfälle. Also es heißt, durch Schmerzmittel ausgelöst, was auch bedeutet, dass wenn ich dann Schmerzmittel nehme, das eigentlich nicht wirklich hilft. Und das war hart für mich, weil ich dann einfach da so lag wie so ein armes Würstchen, das Migräne hatte, keine Schmerzmittel genommen hat und das mir so wehgetan hat und den Rest ich nicht gemerkt habe, da habe ich mich einfach über mich selber so geärgert. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie nachvollziehen kann, aber das war einfach blöd. Was dann aber ganz, ganz toll war, an dem Nachmittag vom, also ein Tag Post-OP, habe ich das allererste Mal einen Verbandwechsel gehabt und das erste Mal meinen Bauch gesehen. Ich kann euch sagen, Leute, das war richtig arg emotional für mich. Ich bin sofort in Tränen ausgebrochen, als ich es gesehen habe. Die Schwestern haben gedacht, sie haben mir wehgetan oder ich finde es nicht schön oder es ist irgendwas Schlimmes. Aber ich war einfach so erleichtert. Ich kann das Gefühl nicht richtig beschreiben, aber ich weiß noch genau, ich habe den Bauch gesehen und habe mir nur gedacht, genau so fühlt sich mein Bauch an. Also
genauso wie er jetzt aussieht, hat er sich die letzten Jahre angefühlt. Ich hatte das in meinen alten Modevideos öfter mal erwähnt, dass ich ja diesen Bauch habe, aber ja schon sehr sportlich bin. Hat ja auch meine Ärztin nochmal bestätigt. Meine Muskulatur war super ausgebildet. Nur hat sich mein Bauch einfach nie so angefühlt, wie er ausgesehen hat. Also ich hatte immer dieses Gefühl, dass ich so Bauchmuskeln habe und dass alles straff ist und dass alles hält und gut ist. Und trotzdem, wenn ich dann an einem Spiegel oder an einem Schaufenster vorbeigelaufen bin, habe ich eben vorne diese Bauchschürze hängen sehen. Und das hat in meinem Kopf einfach nie zusammengepasst. Ich habe das akzeptiert und ich konnte damit leben und ich habe das auch nicht hässlich gefunden oder so. Aber als ich dann nach dem Verband, also beim Verbandwechsel, das erste Mal den Bauch gesehen habe, war das in meinem Kopf direkt genau so fühlt sich mein Bauch an. Und das war so ein unbeschreiblich schönes Gefühl, dass mir halt direkt die Tränen in die Augen geschossen sind. Und das ist auch jetzt noch so, wenn ich jetzt vorm Spiegel stehe oder mich zur Seite drehe, sieht das genauso aus, wie es sich einfach die letzten Jahre immer angefühlt hat. Und ich war auch so dankbar, dass ich nochmal die Bestätigung von der Ärztin hatte, dass eben meine Muskulatur super ist und dass das genauso, wie ich das wahrgenommen habe, ist. Also ich habe die ganze Zeit gesagt, ich bin mir sicher, meine Muskulatur ist stabil, ich habe keine Diastase. Also ich fühle das einfach. Ich habe viel Sport gemacht die letzten Jahre, war auch bei der Physiotherapie und alles. Also es war einfach ganz, ganz toll zu wissen, dass mein Gefühl mich da nicht getrübt hat und dass eben alles genauso war, wie ich das wahrgenommen habe. Dann war natürlich noch ein paar Stunden Zittern angesagt, was die Drainage anging. Das wurde aber, wie gesagt, ganz regelmäßig überprüft und dann wurde auch ganz regelmäßig der Drainagebeutel gewechselt, damit eben Sog drauf ist und die wissen, wie es ist. Und dann war es tatsächlich so, dass um 17 Uhr bei der Visite entschieden wurde, dass ich an dem Tag nicht mehr operiert werde. Das heißt, ich durfte dann auch zu Abend essen und die Ärztin hat gesagt, sie lässt sich die Option offen, das am nächsten Tag zu entscheiden. Heißt, ich musste dann eine Nacht länger in der Klinik bleiben als geplant. Also sie wollte mich gerne einfach einen Tag länger da behalten, damit sie das ganz kontrollieren kann und dass sie das dann eben am nächsten Tag entscheiden kann, was wir da machen. Und ich habe dann auch abends Migräne-Medikamente bekommen. Also ich habe einen Tropf angehängt bekommen. Der hat auch so ein bisschen geholfen. Also es hat mir nicht meine Schmerzen komplett genommen, aber es hat ein bisschen was gebracht, so dass ich dann auch schlafen konnte. Ich habe vor 20 Uhr gegessen, dass ich quasi wie am ersten OP-Tag von 20 Uhr bis am nächsten Morgen nüchtern bin, dass die Ärzte dann am nächsten Morgen eben hätte entscheiden können, wenn die Drainage über Nacht wieder vollgelaufen gewesen wäre, dass sie mich dann am Morgen nochmal operiert. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich bin am nächsten Morgen um 8 Uhr wach geworden. Also ich habe super lange geschlafen, einfach durch die ganze Erschöpfung und Aufregung und habe mich sehr, sehr mitgenommen, auch emotional. Also ich war richtig, richtig down. So mit Mom-Guilt, weil ich wusste, ich muss noch einen Tag länger von den Kindern weg sein, mit Ärgern über meinen eigenen Körper, dass das mit der Migräne passiert ist, mit warum das mit der Drainage passieren musste und also es war einfach viel an diesem Tag. Deswegen habe ich dann sehr, sehr lange geschlafen. Am nächsten Morgen kam dann aber die Visite um 9 Uhr und die Blutmenge war viel, viel, viel weniger. Also es ist nicht mehr durchgelaufen, die Drainage war nicht voll, der Schlauch, sondern es waren dazwischen immer so Luftstückchen oder halt so Stückchen ohne Flüssigkeit, so wie es aussehen sollte. Und dann war auch den Schwestern schon klar, dass die Ärztin nicht mehr aufmachen wird. Aber das hat sie mir dann erst später mitgeteilt. Also sie hat mich noch ein bisschen zappeln lassen. Ich habe um 9 Uhr nochmal den Verbandwechsel gemacht bekommen und habe da auch das allererste Mal ein Foto von meinem Bauch gemacht. Das habe ich dann allen geschickt. Mein Mann, meiner Freundin, meiner Mama, allen ein Foto davon geschickt, wie glücklich und stolz ich auf dem Bauch bin. Dann war es tatsächlich so, dass ich nach der Visite und nach dem Verbandwechsel und nach dem Ganzen noch nüchtern bleiben musste. Also ich war sehr, sehr viel und sehr, sehr lange nüchtern in den ganzen Tagen in der Klinik. Aber wie gesagt, ich habe nicht viel Essen reingekriegt, deswegen war das eigentlich auch nicht so wirklich dramatisch. Also ich hatte nicht so wirklich extremen Hunger, obwohl ich sehr wenig gegessen habe. Ich habe halt wahnsinnig viel getrunken. Also ich glaube, ich habe bestimmt 3 Liter Tee und Wasser da weggetrunken und das hat mir irgendwie auch gereicht. Ich habe dann um 16.30 Uhr nochmal eine Kontrolle gehabt, wo nochmal die Drainagen kontrolliert wurden und nochmal unter die Verbände geschaut wurde, ob irgendwas blutet oder so. Und da war eine Situation, die war sehr, sehr, sehr unangenehm. Also wenn ihr schon mal operiert wurdet und Drainagen gezogen bekommen habt, das ist nicht so schön. Dadurch, dass eine von mir eben so viel Flüssigkeit am Vortag abgegeben hat, wurden meine nur gelockert. Das heißt, die wurden nicht ganz raus gezogen, sondern nur so 2 Zentimeter. Das hat wehgetan und die lagen dann anders im Bauch. Das heißt, ich habe ab dem Zeitpunkt, wo die Drainagen gelockert wurden, bei jeder Bewegung gespürt, wie dieser Drainagenschlauch in meinem Bauch kratzt. Also es hat sich angefühlt, wie wenn man so kratzt. Das war
wahnsinnig unangenehm und auch bei der linken Drainage, die so viel gefördert hat, sehr, sehr schmerzhaft. Aber ich habe es überlebt. Ich sitze hier. Aber ihr wolltet eine ungeschönte Darstellung von dem kompletten Heilungsprozess. Hier ist sie. Die Blutung ist aber dadurch nicht mehr geworden. Also das hat sich alles komplett beruhigt. Ich hatte immer noch sehr, sehr starke Migräne und war einfach super emotional. Also ich habe mir da aufgeschrieben, ich habe den ganzen Tag geweint wegen den Schmerzen, der Migräne, den Kindern und der Ungewissheit. Drama hoch 10. Aber das war mein Tag. Ich habe dann um 20 Uhr nochmal einen Schmerztropf wegen der Migräne gekriegt. Da wurde mir dann auch gesagt, dass die Blutmenge sich seit 7 Uhr morgens nicht mehr verändert hat und ich nicht mehr aufgemacht werde und ich auf jeden Fall am Freitag nach Hause darf, also einen Tag länger als geplant. Eigentlich wäre am Donnerstag ich nach Hause gegangen, aber das war dann war ich super beruhigt und konnte auch gut schlafen. Und dann war auch der letzte Tag quasi in der Klinik, Tag 4 nach der OP. Im Liegen habe ich keine Schmerzen, habe ich aufgeschrieben. Und ich wurde dann auch tatsächlich an dem Tag sehr schnell befreit von meiner Qual. Ich habe nämlich um 8.30 Uhr oder so Frühstück gegessen und um 9 Uhr wurden mir dann direkt die Drainagen komplett gezogen. Das war ein bisschen hat es wehgetan, nicht so schlimm wie das am Tag davor, aber das war so erleichternd, weil dann halt einfach dieses kratzende und schmerzende Gefühl weg war. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Drainagen draußen waren, habe ich keinerlei Schmerzen gehabt, bei gar nichts, nicht an der Narbe, an gar nichts. Also das war, hat sich einfach super angefühlt. Es war wie wenn der ganze Druck weg wäre. Und um 11:15 ist dann auch der David schon gekommen. Also das ging dann alles super komplikationsfrei. Der David hat mich abgeholt. Wir hatten dann einen 3-stündigen Nachhauseweg. Es war sogar ein bisschen länger, weil wir im Stau gestanden sind. Ich habe mir unterwegs dann eine Cola und Pommes geholt, damit ich irgendwas esse. Und ja, dann sind wir nach Hause gefahren und ich war dann ja daheim und super erleichtert. Also es war einfach ein komplett anderes Gefühl, zu Hause zu sein, bei den Kindern zu sein, in meinem eigenen Bett zu liegen. Das war einfach sehr, sehr schön und ich war einfach nur wahnsinnig dankbar, dass nicht mehr passiert ist, also dass ich nicht nochmal operiert habe werden müssen. Da war auch dann die Migräne besser, also ich hatte dann kaum mehr Schmerzen, also es war auf jeden Fall auszuhalten. Und ja, es war einfach ein wahnsinnig riesiges Gefühl von Dankbarkeit. Am 5. Tag nach der OP, also am nächsten Tag, als ich dann zu Hause war, hat der David mir geholfen, meine Haare zu waschen. Leute, ich sag's euch, ich habe mich gefühlt wie ein neuer Mensch. Ich durfte ja die ganze Zeit nicht duschen. Ist so, also man darf nicht duschen. Ich habe mich natürlich auch in der Klinik mit dem Waschlappen überall gewaschen, wo es ging, nur halt da, wo quasi das Mieder war, nicht. Und als der David mir die Haare gewaschen hat, habe ich dann einfach mit dem Duschkopf mich oben ein bisschen gewaschen und halt untenrum ein bisschen gewaschen, aber ich konnte halt noch nicht ganz unter die Dusche, aber ich habe mich gefühlt wie ein neuer Mensch. Das war einfach wahnsinnig schön und meine Haare haben wieder gut gerochen und alles war super toll. Ich habe mir von dem Tag noch aufgeschrieben, Appetit wird mehr, aber Portionen sind mini, also immer noch dasselbe. Ich hatte dann wieder ein bisschen mehr Appetit, weil auch die Migräne weg war. Aber die Portionen waren sehr klein. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben am 5. Tag. Ich habe, nachdem ich mich ein bisschen abgewaschen habe, auch das Mieder aus dem Krankenhaus gewaschen und habe dann versucht, mein Mieder, also ich hatte so Bindegurte anzuziehen. Allerdings hatten die Stangen oder haben Stangen und das war an dem Tag super unangenehm, weil da die Lipo, also die Fettabsaugungsstellen, angefangen haben, blau zu werden. Und das hat wehgetan. Deswegen habe ich dann, als das andere trocken war, wieder gewechselt. Das war die Info zu dem Tag. Da ist dann einfach der Heilungsprozess stetig fortgeschritten. Ich habe auch ganz fleißig für euch Clips gefilmt, damit ihr das so ein bisschen nachverfolgen könnt, wie so die Schwellung und die Heilung abgelaufen ist. Das zeige ich euch jetzt einfach mal. Hallo, da bin ich wieder. Ich bin zu Hause, tatsächlich inzwischen schon seit ein paar Tagen, aber es war Wochenende zwischendrin. Also ich bin am Freitag aus der Klinik nach Hause gekommen und habe jetzt erstmal mit den Kindern und dem David das Wochenende genossen. War froh, dass ich wieder bei denen bin. Und ich werde jetzt auch gleich die Kamera abstellen müssen, weil ich stehe hier gerade so noch in meiner gebeugten Haltung. Aber ich dachte, ich gebe euch mal einen kleinen Zwischenstand, wie es mir geht, wie es aussieht, wie die ersten Tage zu Hause waren. So ist es besser. Ich habe die Kamera jetzt mal abgestellt, weil mit einem Arm Kamera halten und in so einer gebückten Position ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich habe im Krankenhaus gar nicht gefilmt, wie ich mich bewege aktuell, aber ich gehe tatsächlich ein bisschen so gebeugt, damit eben kein Zug und keine Spannung auf der Wunde ist. Heute ist genau Tag 6 nach der OP. Also heute vor 6 Tagen bin ich operiert worden und ich muss sagen, es geht mir super. Ich habe allerdings ein paar Schmerzen dazu gekriegt und ich kann euch auch
gleich mal zeigen, wo. Sieht man nämlich ziemlich deutlich, ist nämlich sehr blau. Also falls ihr sowas nicht sehen könnt, solltet ihr euch das dann nicht anschauen. Das ist nicht dramatisch, aber es ist halt ein Bluterguss. Aber was die große Wunde angeht, ist alles super. Ich habe komplett Gefühl am Bauch. Also es ist ja ganz oft so, auch nach einem Kaiserschnitt oder nach einer großen Wunde, so einer OP am Bauch, dass man kein Gefühl hat um die Wunde rum. Aber ich fühle alles, also es heilt alles super. Ich merke auch, wie es juckt. Nicht sehr angenehm, kann ich euch sagen. Aber so ist jetzt im Moment der Stand. Also so sehe ich mit Bauchgurt in Leggings aus. Und so gehe ich, was sehr belastend für den Rücken ist. Also der Rücken ist sehr dankbar, wenn ich liege. Aber ja, so ist die Gehposition jetzt im Moment. Ich kann, das ist so das Aufrechteste, was ich jetzt im Moment kann und soll. Und ich werde jetzt mal einmal mein Korsett ausziehen und euch zeigen, wie die Blutergüsse aussehen. Die sind nämlich hauptsächlich hier hinten an den Seiten, wo die Fettabsaugung war. Also da ist jetzt alles blau. Und das ist sehr unangenehm, weil dieser Bauchgurt hier eben, also das ist jetzt mein eigener. Ich habe zwei, einen Mieder aus der Klinik und meinen eigenen Gurt. Und das drückt halt hier hinten schon auch drauf, damit hier eben alles ein bisschen flach gehalten wird. Aber ich zeige es euch mal. So, das Mieder ist aus. Ich kann euch schon sagen, das ist ein ganz, ganz seltsames Gefühl, wenn man das nicht anhat und quasi diese Spannkraft, also diese Stütze nicht hat. Das fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn ihr schon mal ein Kind gekriegt habt, dann hat man ja nach der Entbindung so einen ganz wabbeligen Bauch, weil die Bauchmuskeln so auseinandergeschoben wurden. So ähnlich fühlt sich das dann jetzt auch an. Also einfach so ein bisschen, als hätte man keinen Halt, obwohl meine Bauchmuskeln ja sehr stabil sind, aber trotzdem fühlt sich es einfach sehr komisch an. Und so. Entschuldigt den pinken BH, aber ich trage im Moment nur sowas, weil wozu auch? Das ist jetzt aktuell der Verband noch vorne, den ich auch nicht runter machen darf, bis die Fäden gezogen sind. Also so sieht das hier vorne aus. Alles schon relativ flach. Und hier kann man jetzt schon schön sehen, dass da ist sehr, sehr schmerzhaft. Also genau diese Seiten hier hinten, die jetzt so richtig schön blau sind. Das tut weh. Hier sieht man auch ein bisschen die Inzision von der Fettabsaugung. Die tut gar nicht weh. Also alles, was ich an Wunden habe, sowohl von der Fettabsaugung als auch hier vorne von den Drainagen. Deswegen geht auch der Verband hier unten so weit runter. Da ist eben von den Drainagen noch so kleine Schnitte. Das tut gar nicht weh. Auch die Naht hier tut eigentlich gar nicht weh. Am meisten halt wirklich diese fetten Blutergüsse hier. Die sind schon sehr unangenehm. Seit gestern ungefähr, also ich würde sagen ungefähr 4 Tage nach der OP hat das angefangen weh zu tun. Und ich würde sagen so gestern und auch heute ist so der schlimmste Schmerz. Ich hoffe, dass es ab jetzt wieder besser wird. Aber genau, das ist das Einzige, worüber ich mich beklagen kann. Sonst fühle ich mich sehr gut. Ich bin sehr fit. Ich gehe viel spazieren, damit ich gut Durchblutung habe. Sonst liege ich viel, weil sitzen soll man nicht so viel, dass das hier nicht abgeknickt ist. Oh ja, das ist der aktuelle Zwischenstand. Vielleicht auch noch ganz interessant für euch, das mal zu sehen. Ich muss nur einfach gucken, dass mir nirgends irgendwie Genitalien ins Bild fallen. Aber ich trage unter dem Mieder, das ist ein zweiteiliges Mieder, also das ist jetzt einmal der erste Gurt, ein Handtuch. Kann man das sehen? Also hier ist ein Handtuch drunter, das geht einmal komplett rum bis zur anderen Seite, denn das wurde mir in der Klinik auch empfohlen, unter jedem Mieder, was ich anhabe, so ein Handtuch drunter zu legen, weil das den Druck vom Mieder gleichmäßiger verteilt. Und das ist eben ganz wichtig, dass bei dieser Bauchwunde nicht an einer Stelle gedrückt wird, damit sich eben drumherum nicht Wundflüssigkeit bildet, logisch. Deswegen habe ich jetzt immer aktuell noch ein Handtuch darunter. Und es ist auch angenehmer, wenn ein Handtuch da drüber ist über den Wunden, weil dann drückt halt nichts direkt da drauf. Also quasi eine Win-Win-Situation. Jetzt habe ich hier das erste eben drauf, da hilft mir immer der David beim Anziehen im Übrigen, weil ich muss das Handtuch hier festhalten und das dann zumachen. Und das da kommt jetzt hier nochmal drüber, so. Und dann kann man sich das eben hier schön eng ziehen, nicht zu eng, also es soll nicht zu viel Druck sein. Und dann habe ich bei meinem sogar noch 2 extra Klettverschlüsse. Die kann man so richtig eng machen, aber das kann ich noch nicht dem Blut ergüssen. Das tut so sehr weh. Also mache ich die einfach nur ein bisschen zu, dass quasi hier auch noch ein bisschen Druck drauf ist. Dass das eben mit dieser Wundflüssigkeit und mit dem Zusammenwachsen von den Hautschichten etc. pp. Alles gut funktioniert.
Ja, so hat es die ersten Tage zu Hause ausgesehen. Das mit dem Laufen war jetzt auch im Nachhinein betrachtet eigentlich gar nicht so schlimm, weil ich relativ gut meine Muskulatur entlasten konnte. Ich habe mich dann zum Beispiel, wenn ich irgendwo gestanden bin, einfach mit den Armen abgestützt und versucht, das Becken ein bisschen zu kippen, dass die Lendenwirbelsäule ein bisschen entspannt wird. Also das hat alles super geklappt. Noch eine kleine Info für euch. Ich musste mir bis zum 7. Tag nach OP selbst Heparinspritzen geben. Also das ist auch was, falls ihr euch noch nie selber eine Spritze gegeben habt. Kostet ein bisschen Überwindung, aber tut nicht wirklich weh. Die brennen ein bisschen, aber das war es auch schon. Und ich habe natürlich auch Antibiotikum genommen. Das musste ich jeden Tag zweimal nehmen. Und ich habe auch direkt am 8. Tag nach der OP meine erste Lymphdrainage gehabt. Also ich habe einen Physiotherapeuten, zu dem bin ich gefahren und der hat meine Lymphdrainage gemacht. Und das war richtig toll, weil der hat halt die ganze Flüssigkeit, die sich im Bauch gesammelt hat oder in den Beinen gesammelt hat, ausgestriffen. Lymphdrainage halt. Wobei er auch gesagt hat, ich hatte eigentlich so gut wie gar keinen Lymphstau. Also da war eigentlich so gut wie gar nichts an Lymphflüssigkeit bei der ersten Lymphe da. Ich wollte das aber machen, bevor ich meinen ersten Nachkontrolltermin in der Klinik hatte. Der war am Tag 10 nach OP, bin ich nochmal mit dem David nach Stuttgart gefahren zur Nachkontrolle. Und ich wollte einfach, dass der Physiotherapeut davor da drauf guckt und das macht, damit die Ärztin dann quasi nachkontrollieren kann, ob das wirklich alles gepasst hat. Genau, und dann war der erste Nachkontrolltermin. Das erste Mal gesehen, so ganz ohne alles, habe ich tatsächlich bei dem Verbandwechsel da an dem Tag und dann auch, als ich das erste Mal duschen gehen durfte. So, ich war gerade das allererste Mal seit meiner OP duschen und jetzt sind gerade fast alle Verbände unten. Deswegen dachte ich zeige euch das jetzt mal kurz. Es ist jetzt noch mal ein bisschen geschwollen durch das warme Wasser und so. Also ich merke, dass es davor ein bisschen weniger spannend ausgesehen hat. Also die Haut nicht so gespannt, aber ich zeige es euch jetzt trotzdem mal, weil ich super, super happy bin. So, so sieht es jetzt aus. Heute ist Sonntag. Also genau 12 Tage nach der OP und ich bin einfach super happy. Das ist jetzt einmal der Bauch. Also wie man sehen kann, da ist jetzt, finde ich, ein bisschen Spannung auf der Haut. Es tut aber nichts mehr weh. Also ich kann die Narbe anfassen. Ich könnte die sogar schon mobilisieren. Hier sind auch alle Fäden raus seit Freitag. Das heilt auch super. Also so sieht es jetzt im Moment aus. Das sind noch ein bisschen die Einstiche von den Drainagen. Wenn ich Unterwäsche anhabe, sieht es, finde ich, schon völlig normal aus. Also ich bin sehr happy und ich kann auch schon fast aufrecht stehen. Also so ein kleines bisschen fehlt noch, die Schulter nach hinten nehmen, aber ich denke, das wird dann in den nächsten Tagen auch funktionieren. Ja, so sieht das Ganze aus, wenn es ungefähr 12 Tage verheilt ist. Da war einfach alles noch super angeschwollen und auch der Bauchnabel noch super angeschwollen, aber ich bin trotzdem so happy mit dem vorläufigen Ergebnis gewesen. Habe mich einfach da schon wahnsinnig wohl in meiner Haut gefühlt. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass ich ungefähr am Tag 14, also 2 Wochen nach der OP, wieder schmerzfrei und ohne Probleme auf der Seite schlafen konnte. Heißt, ab da waren auch die Blutergüsse nicht mehr schmerzhaft, aber das hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Ich habe ganz fleißig Heparinsalbe geschmiert, aber recht viel mehr kann man da halt nicht machen. Ist halt so, ne? Das waren aber wirklich die einzigen Schmerzen, die ich im kompletten Heilungsprozess hatte. Nichts an der Narbe, nichts irgendwas, was irgendwie wehgetan und gedrückt hat. Das Einzige, was unangenehm und schmerzhaft war, waren diese zwei fetten Blutergüsse, die ich hatte. Bei der Narbe unten sind selbstauflösende Fäden verwendet worden, die nach innen gehen. Also die sieht man nicht, sondern das sind einfach nur Falten in der Haut durch den Kleber. Und meine Narbe ist seitlich relativ lang. Also so lang ist die Narbe nicht bei allen Bauchdeckenstraffungen. Bei mir war das deswegen notwendig, weil meine Haut auch an den Hüften und an den Seiten so gehangen hat. Einfach durch die vielen Dehnungsstreifen musste die Ärztin weiter nach außen gehen und man sieht auch so ein bisschen, dass die Haut da so ein bisschen knubbelig ist und so ein bisschen gefaltet ist, weil die einfach nach innen die Haut umlegen musste. Also es ist einfach so viel Gewebe da gewesen. Das muss irgendwo hin. Und so schnell sind wir beim heutigen Tag angelangt. Schnell nicht, das Video ist sehr lang, aber ich wollte es ausführlich machen. Es ist jetzt 4 Wochen nach OP. Ich habe meinen letzten Nachkontrolltermin. Dann habe ich erst wieder Ende des Jahres oder im neuen Jahr einen allerletzten. Aber für mich fühlt sich so an, als wäre die Schwellung fast komplett weg. Es gibt Tage, da ist ein bisschen mehr. Es gibt Tage, da ist ein bisschen weniger. Der Bauchnabel heilt wahnsinnig gut. Die Wunde heilt so gut. Also die ist
haardünn. Da ist nichts Dickes, nichts Geschwollenes, keine Knubbel, gar nichts. Da bin ich wahnsinnig dankbar. Ich darf auch jetzt dann anfangen mit Narbenmobilisation und Narbenbehandlung, also Narbengel auftragen und so weiter und so fort. Das darf man eben erst ungefähr nach 4 Wochen, wenn die Wunde komplett verschlossen ist. Also das darf ich jetzt dann beginnen. Dann bin ich mir sicher, dass das alles noch feiner und so wird. Aber ich finde tatsächlich, die ist jetzt schon schön. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die jetzt irgendwie besonders dick oder rot oder irgendwie extrem schlimm aussieht. Also ich bin so zufrieden mit dem Heilungsprozess und einfach nur wahnsinnig dankbar, dass mein Körper das so gut mitgemacht hat. Und weil ich euch natürlich auch nicht auf die Folter spannen will, was ich jetzt ungefähr das ganze Video gemacht habe, zeige ich euch jetzt mal eine Vorher-Nachher-Direkt-Vergleichaufnahme von meinem Bauch, was mich immer noch selber so, also es ist einfach für mich jetzt so zu sehen, ganz seltsam, also ein ganz seltsames Gefühl. Das hat sich jetzt, wenn ich so sehe, wie es davor ausgesehen hat, nie so extrem angefühlt, aber jetzt fühlt es sich so an, wie es sich die ganze Zeit angefühlt hat. Das ist sehr kompliziert zu erklären. Ich habe es vorhin ja schon mal versucht zu erklären. Mein Bauch sieht jetzt so aus, wie er sich die ganze Zeit angefühlt hat, aber das davor war halt mein Bauch und ich habe ihn so akzeptiert, wie er war. Nur das ist so, das ist jetzt völlig fremd für mich. Also ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass mein Bauch mal so ausgesehen hat. Aber ihr könnt es gerne euch selber nochmal anschauen und dann erzähle ich euch danach gerne noch ein bisschen was zum Fazit und zu den Kosten. Ergebnis und würde ich es nochmal machen? 100% ja. Also ich bereue gar nichts, auch wenn die Tage in der Klinik schwer waren und das anstrengend war und das ein bisschen wehgetan hat und man halt einfach auf Hilfe angewiesen ist bei der Heilung. Ich würde es sofort wieder tun, weil sich es einfach für mich gelohnt hat. Also das Körpergefühl, was ich jetzt habe, ist ein komplett anderes und deswegen ja, würde ich, ist jetzt natürlich keine Empfehlung oder Überredung an irgendeinen von euch, das ist nur das, wie ich es wahrnehme und wie es für mich gelaufen ist. Es muss nicht für jeden so laufen, das ist nur mein Erfahrungsbericht. Und eine der häufigsten Fragen, die kommt, ist natürlich zu den Kosten. Da kann ich euch nur sagen, das ist natürlich sehr individuell, abhängig von dem, was bei euch gemacht werden muss, welcher Arzt das macht, wie lange ihr in der Klinik seid. Ich war ja absichtlich in der Klinik, wo ich vor eigentlich 2 Nächte, dann am Schluss 3 Nächte dort war. Das muss man alles selbst bezahlen. Also ich habe ganz oft die Frage bekommen, wie viel davon meine Kasse übernommen hat. Gar nichts. Also ich bin keine Person gewesen, die sich irgendwie bei der Krankenkasse melden konnte, weil das irgendwie, also ich habe keine körperlichen oder seelischen Defizite gehabt, deswegen hätte die Kasse da auch niemals irgendwas davon übernommen. Ich habe das auch nicht mal versucht, weil das für mich gar nicht in Frage gekommen wäre, aber ich habe die kompletten Kosten selbst getragen für Narkose, OP, Aufenthalt in der Klinik, alle Medikamente, alle Mieder, alles was dazugehört. Der genaue Betrag, wie gesagt, ist ja auch davon abhängig, wie viel gemacht werden muss. Bei mir wurde zum Beispiel diese Bauchmuskelnaht nicht gemacht, dafür war ich aber eine Nacht länger in der Klinik und so weiter und so fort. Was ich euch sagen kann, ist, es ist ein 5-stelliger Betrag, also es sind über 10.000 Euro gewesen, das kann ich euch sagen. Wie viel ganz, ganz, ganz genau, werde ich euch nicht sagen, weil das, wie gesagt, abhängig davon ist, was gemacht werden muss und wo ihr es machen lasst. Aber ich weiß, dass das sehr viele wissen wollten, weil man einfach das nicht so öffentlich überall findet. Deswegen diese Info von mir. Und ja, ich habe mir das die ganzen letzten Jahre fleißig zur Seite gespart. Wir waren nie im Urlaub. Ich habe mir keine Markenhandtaschen gekauft oder irgendwas anderes gekauft, sondern habe das Geld lieber in meinen Bauch investiert und ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich das machen konnte und dass ich das gemacht habe. Ich hoffe sehr, das Video war jetzt nicht zu lang, aber ich wollte einfach mal einen komplett authentischen und ausführlichen Bericht euch da geben und euch da auch nichts vorenthalten und nichts beschönigen und euch das einfach so zeigen, wie es gelaufen ist. Wenn, dann schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare oder lasst einen Daumen nach oben da, dann weiß ich Bescheid. Und ab nächster Woche geht es hier wieder ganz normal mit ganz viel Mode-Inspiration und ganz anderen Videos für euch weiter. Also alle, die das Thema nicht so interessiert hat, I'm very sorry, aber nächste Woche gibt es wieder was für alle und ich hoffe, ihr seid da wieder dabei. Tschüss!